Die Politik kann mich mal. So hat vor kurzem ein Bürger ein Gespräch in meiner Sprechstunde eröffnet. Es ging um die sehr umstrittenen Pläne der Ampel, die ja ab nächstem Jahr vorschreiben wollen, dass wenn meine Heizung zu Hause kaputt geht, ich in Zukunft keine neue Gas- oder Ölheizung mehr einbauen darf. Dieser Bürger hat mir berichtet, was er jetzt tut. Er wird nämlich noch in diesem Jahr seine alte Gasheizung, die eigentlich noch ziemlich gut funktioniert und auch noch nicht zu alt ist, rausnehmen und eine neue Gasheizung installieren. Er hat mir dann gesagt, für die nächsten 15 bis 20 Jahre bin ich erstmal sicher, ich lasse mir von der Politik überhaupt nichts vorschreiben. An diesem Beispiel sieht man, wie problematisch es ist, wenn die Politik Verbote ausspricht, statt auf Anreize und Technologie zu setzen.